Bowser's Fury in New Pokémon Snap? Wir müssen Wut Bowser fotografieren und ich bin echt gespannt, was der Professor zu unserem Foto sagen wird. Und so beginnt unsere heutige Geschichte im Wandelwald. Denn der Professor bat uns darum, nicht nur Pokémon zu fotografieren, sondern auch mal Ausschau zu halten nach Bowser. Genauer gesagt, nach Wut Bowser. Anscheinend soll ich hier irgendwo sein. Die Frage ist nur, wo? Im Moment sehe ich nichts. Hey, Trombok! Na, ihr versteckt doch irgendwo hier Wut Bowser. Sei ehrlich, warum läufst du weg? Na gut, dann eben nicht. Wo könnte Wut Bowser sein? Hier vielleicht? Nee. Das war nur eine Kristallblume. Fehlanzeige, was ist das hier? Eine schwebende Wand, eine fliegende Wand? Ist das vielleicht Wut Bowser? Nee, bewegt sich nur lustig. Hey, Tengulist! Komm, wo rennst du hin? Vielleicht will er Wut Bowser warnen und ihm Bescheid geben, dass wir hier sind, um Fotos zu schießen. Ja, noch kein Mensch konnte Wut Bowser entdecken. Und wir wollen die Ersten sein, sofern es uns denn gelingen mag. Kekleon, hey! Oh, warum wird es denn so... Hä, Moment, was war das? War das Wut Bowser? Nee. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich hab doch gerade irgendetwas gesehen. Vielleicht sind wir auf dem richtigen Weg. Ich weiß es nicht. Und die Kristallblumen spielen wohl auch eine sehr wichtige Rolle, um Wut Bowser zu erwecken. Und wer ist das? Shen Long? Etwa ein Vorbote? Etwa ein Zeichen dafür, dass wir ganz in der Nähe sind? Ich habe keinen blassen Schimmer. Und womöglich finden wir ja sogar das Schloss von König Bowser. Das wäre wohl zu viel des Guten. Hey, Bisasam! Das ist aber süß. Das Starter-Pokémon aus der Kanto-Region. Pokédex Nummer 001. Und Kronjuwild. Ob es auch irgendwie ein Zeichen sein könnte, dass wir Wut Bowser bald treffen, wenn es da oben steht? Ich weiß es nicht. Hey, Bisasam, ganz fröhlich. Boah, wir haben da einen echt tollen Moment erwischt, wie es scheint. Upsi, entschuldige, ich wollte dich nicht anstupsen. Hier ist ein Fassersnob, welches seine Eier beschützt oder sie ausbrüten möchte. Okay. Oh, es wird wieder neblig. Oh. Da, seht ihr das? Ist das... Hey, stopp, Moment. Oh nein, wo ist es denn jetzt hin? Da war's doch wieder. Da waren doch wieder die ersten Zeichen von Wut Bowser. Aber warum zeigt es sich nicht? Habe ich irgendetwas nicht beachtet? Ich habe keine Ahnung. Irgendetwas scheinen wir falsch zu machen. Wut Bowser, wo bist du? Wo bist du bloß? Ich will doch nur ein Foto von dir schießen. Mehr nicht, ich lasse dich dann auch in Ruhe. Genauso wie bei den Pokémon. Ich fotografiere sie nur. Mehr mache ich auch nicht. Oh Mann. Hier gibt es einfach gar nichts, was darauf hindeuten könnte, dass wir jetzt Wut Bowser sehen und treffen. Aber immerhin ein süßes Psycho-Pokémon namens Psyau und das fliegt uns doch direkt davon. Aber was sind das immer für komische Zeichen, die wir hier bekommen? Immer, wenn es einen Nebel gibt, ja, immer wenn es nebelig wird, kriegen wir dieses Zeichen, dass eventuell Wut Bowser ganz in der Nähe sein könnte. Und schwuppdiwupps verschwindet es dann auch immer. Vielleicht ist es auch nur ein Zeichen für uns. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass es in der Nähe ist, aber dann ist es doch nicht da. Träumen wir das Ganze etwa? Nee. Das kann nicht sein. Wut Bowser muss existieren. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Wir müssen nur herausfinden, wo es sein könnte. Selbst wenn wir die ganzen Kristallblumen aktivieren, passiert leider nichts. Oh, es wird wieder neblig. Oh. Hey, da, habt ihr es gesehen? Oh nein. Was ist der Trick?
Was müssen wir tun, damit wir es endlich entdecken dürfen? Vielleicht sollten wir uns demnächst mal zurück auf den Weg zum Professor machen. Vielleicht kann er uns mehr erzählen und weiß, wie wir Wutbowser aus seinem Versteck locken können, damit wir ihn endlich fotografieren können. Na gut. Costuzo, es tut mir leid, aber dich wollen wir gar nicht fotografieren. Da hinten ist Fassersnob. Die stehen so, als wüssten sie ganz genau, was bald passieren wird. Oh, die Spannung steigt. Was wird auf unserem großen Abenteuer, die große Reise, hier nur passieren? Da oben, da ist wieder Shenlong gewesen. Habt ihr das gesehen? Aber dieser Apfel sieht sehr kurios aus. Was genau ist das? Ein Knapfel. Ob das wohl die Leibspeise von Wutbowser ist? Also mal ganz im Ernst, ich hoffe nicht. So, die Kristallblume leuchtet. Und da ist nochmal was. Das sind sehr alte Ruinen. Ihr einziges Aussehen lässt sich nicht ableiten. Was hat das zu bedeuten? Und ein Loturzel. Hey, kleines Loturzel. Na, weißt du vielleicht, wo Wutbowser steckt? Der muss doch irgendwo ganz in der Nähe sein, oder? Komm, sag mir etwas. Du kriegst auch einen leckeren Apfel. Tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück zum Professor und schauen mal, ob er vielleicht mit der Zeit etwas herausgefunden hat. Ich meine, er hat das Phänomen gerade auch beobachten können. Mit dem Nebel und den Halluzinationen, die wir hatten, finden wir es heraus. Hallo Professor! Ich hab gehört, es gab wieder einen gewaltigen Energieanstieg, als du auf Erkundung warst. Los Professor, erzähl uns davon! Also gut, hör zu. Im Wald habe ich einen beachtlichen Energieanstieg gemessen. Du musst auf jeden Fall sofort wieder los. Es wird Wutbowser sein. Mir scheint, als gäbe es einen Zusammenhang mit den Ruinen, die wir in der Nähe gesehen haben. Willst du bitte dorthin aufbrechen, sobald du bereit bist? Ich bin auf jeden Fall bereit, Professor. Ich stürze mich sofort in das Abenteuer. Aber, Professor, bin ich hier wirklich richtig? Sagten Sie nicht im Wunderwald? Oh, was ist denn das jetzt? Moment mal. Irgendwas habe ich da doch gerade gesehen. Moment mal, ist das die Urform von Wutbowser? Oh nein! Wow! Da ist es tatsächlich! Wutbowser! Wir müssen es sofort fotografieren. Das ist meine Chance. So, Moment. Okay, jetzt ab in den Fotomodus. Schnappschussmodus. Da ist er. Oh, tolle Fotos, die wir hier schießen können. Von Wutbowser. Am besten versuche ich eine tolle Pose hier einzufrieren und Wutbowser dann zu fotografieren. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich muss aber aufpassen, denn eine falsche Bewegung und er brutzelt uns nieder. So, wow, schaut euch das mal an. Na, wenn das mal kein toller Schnappschuss ist, dann weiß ich auch nicht. Diese Flammen. Unglaublich. Das ist wirklich ein fantastisches Foto. Jetzt aber schnell weiter. Es gibt sicherlich noch weitere Besonderheiten von Wutbowser, die wir unbedingt als Foto festhalten sollten. Und jetzt kommen starke Angriffe. Aber Moment, schaut euch mal diese Pose an. Und hier leicht drehen. Oh, als würde es seitlich an der Wand stehen und Feuer speien. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Ein paar Fotos sollten wir auf jeden Fall noch machen. Hier, schaut euch mal diesen Wutstrahl an. Wenn das nicht eines der besten Fotos ist, die ich bisher machen durfte. Bowser speit einen Feuerstrahl. Wow, und schaut euch mal diesen Stachelring an. Das ist bestimmt Bowser-Schmuck, wenn man das so sagen darf. So ein Stachelarmband und um seinen Hals herum auch. Wirklich fantastisch, was wir hier einfangen dürfen. Oh nein, es haut ab! Nicht so schnell, Wutbowser! Das ist unsere letzte Chance, ein Foto zu machen. Und danach müssen wir zurück zum Professor und gucken mal, was er zu unseren Fotos von Wutbowser sagen wird. Hier, jetzt auch in seinem Stachelpanzer. Das müssen wir auch noch direkt einfangen. Oh, ist das spannend!
So, ein bisschen hier. Oh, irgendwie funktioniert meine Kamera nicht. Was ist denn da los gewesen? Naja, erstmal zurück. Hast du schöne Fotos geknipst? Ja, und wie? Ich habe richtig tolle Fotos von Wood Bowser machen können. Die müssen wir uns jetzt unbedingt ansehen, Professor. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Professor Mirrors Check. Dann wollen wir mal sehen, was du für mich hast. Schauen Sie mal, ich habe Wood Bowser fotografiert. Sieht das nicht cool aus? Hey, gar nicht mal so übel. Das gefällt mir richtig gut und mit Sicherheit kann man noch viele weitere Fotos schießen. Ich bin noch nicht ganz so zufrieden, Katze. Du kannst das mit Sicherheit noch besser. Du musst auf jeden Fall gleich nochmal los. Was? Meinen Sie wirklich? Ja, das ist mein voller Ernst. Du hast einen neuen Forschungslevel erreicht. Halte deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. Und hier gibt es für dich noch ein paar Forschungstitel und Filter. Übrigens, ich habe herausgefunden, wie du noch bessere Fotos von Wood Bowser machen kannst. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Okay, das bin ich. Dann mal los. Wenn wir das Geheimnis dieses Ortes lüften können, wird das sicherlich unsere Forschung vorantreiben. In der Zwischenzeit könnt ihr diese Lumina-Kugeln einsetzen, die ich gerade fertiggestellt habe. Wir sind unserem Ziel ganz nah. Ich verlasse mich auf eure Erkundungen. Mithilfe der Lumina-Kugeln solltet ihr Bowser einfangen können. Mach dich bereit, denn diese Fotosession wird ganz anders ablaufen als gerade eben. Das scheint die Quelle des Signals zu sein, aber es ist sehr schwach. Was könnte das sein? Moment mal, das erinnert mich an die Katzen-Giga-Glocke. Und ist das die sagenumwobene Kraft? Diese Kraft hat mich zu Giga-Katzen-Mario verwandelt. Und jetzt bekomme ich nochmal die Gelegenheit, Bowser zu fotografieren. Aus einem ganz anderen Blickwinkel, nämlich diesmal auf Augenhöhe. Ich bin so groß wie er und ich darf sogar ganz andere Fotos schießen, da er sich in ganz anderen Perspektiven und Formen fortbewegt. Das haben wir natürlich in der vorherigen Version nicht schaffen können, also als normaler Fotograf und nicht als Giga-Fotograf, wenn man das so sagen darf. Vorsicht, was plant er da vorne? Und hier kann man auch ein wunderschönes Foto schießen. Schaut euch mal diesen bösartigen Blick an. Na, wenn das mal nicht cool ist. So, weiter geht's. Und was macht er jetzt? Ich muss schauen, welche Bewegungsmuster er hat. Und anhand dessen kann ich sicherlich tolle Fotos schießen. Hier! Wow! Wie er die Arme ausstreckt. Als würde er unglaublich viel Kraft bündeln, was er ja auch gerade tut, um seinen Feuerstrahl einzusetzen. Atemberaubend, was wir hier alles hautnah entdecken dürfen. Und hier sein Stachelschweif. Huch, er springt nach oben und, wie es aussieht, setzt er sich gerade zusammen und versteckt sich in seinem Stachelpanzer. Da unten kann man sogar noch Bowsers Maul entdecken. Seht ihr das? Ist das spannend. Okay, mal sehen, was er jetzt als nächstes macht. Vorsicht, Vorsicht, er versucht eine Stampfattacke einzusetzen. Boah, gerade noch ausgewichen. Schaut euch mal diesen Schildkrötenpanzer an. Sieht das nicht spannend aus? Und da drin steckt Wood Bowser? Das mag man kaum glauben, so gewaltig wie er doch ist. Nicht schlecht. Und da vorne läutet wieder die Katzenglocke. Na, die schnapp ich mir direkt mal. Schaut euch das mal an. Diese Glocke, die sieht ja auch spannend aus, oder? Wirklich, wirklich besonders. Hey, Bowser Jr., jetzt bist du voll in der Nähe gewesen. Oder voll auf dem Bild, besser gesagt. Direkt vor der Linse. So, gut, Bowser. Dann zeig doch mal, was du noch Besonderes drauf hast. Vielleicht kriegen wir noch ein besonderes Foto, wenn wir Wood Bowser weiter beobachten und einen besonderen Moment abpassen, wie hier zum Beispiel. So, dann lassen wir mal weiterfahren. Achtung, jetzt wird es nochmal gefährlich. Vielleicht kann ich ihn hier irgendwie stoppen. Puh, ja, irgendwie hat das funktioniert.
Und hier haben wir ihn aus nächster Nähe nochmal in seinem Stachelpanzer versteckt. Oh, und viel Schleim gibt es auch noch. Boah, was macht er jetzt? Oh, er attackiert uns! Und schreit und brüllt. Was ist das denn für eine mächtige Pose, die er da eingenommen hat? Sehr, sehr faszinierend. Und wow, das ist auch cool. Wenn wir hier sogar Sticker verteilen, wird das Foto nochmal ganz anders aussehen. Ich zeige euch das jetzt mal. Das war ja hier, schaut mal. Die Super Mario 3D World Sticker. Boah, das sieht cool aus, oder? Sein Bild im Porträtmodus, im Hochformat. So, aber ich glaube, ich muss so langsam mal zurück zum Professor. Denn wir haben jetzt genug Fotos von Wood Bowser gemacht. Und immerhin ist es hier wirklich gefährlich. Man sollte sich niemals mit Wood Bowser anlegen. Oh, 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 schnell zurück hier. So, das war ein wirklich spannendes Phänomen, welches wir hier beobachten durften. Was ist mit Wood Bowser passiert? Lasst uns darüber reden, wenn Katze zurück ist. Wow. Professor, ich bin super gespannt, was Sie zu den neuen Fotos sagen werden. Ich suche wieder das Beste für Sie raus. Und Sie dürfen das dann bewerten. Also, dann mal zurück. Professor Miroscheck in der Lumina-Zone in Super Mario 3D World Bowser's Fury. Schauen Sie mal, Wood Bowser. Ist das nicht cool? Katze, ich muss sagen, du hast das Phänomen entschlüsselt. Wood Bowser ist wirklich fantastisch. Tolles Foto. Aber wie konntest du Wood Bowser begegnen? Natürlich, jetzt macht alles Sinn. Ihr beiden wisst es, oder? Was? Natürlich. Na logo. Hä? Aber was genau meint ihr denn? Hey, meine lieben Pokémon. Wisst ihr, warum ich Wood Bowser treffen konnte? Was war der Trick? Du verstehst es wirklich nicht, Professor? Pokémon wissen, wenn jemand sie wirklich liebt. Genauso wie Wood Bowser. Und Wood Bowser hat die Liebe erwidert, stimmt's? Anscheinend schon. Ich wusste ja nicht, dass er Liebe empfinden kann. Ist die Erklärung wirklich so einfach? Es sieht so aus, als hättest du noch viel zu lernen, mein Freund. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, bleibt wie gewohnt katztastisch.